FH. Wir sehen den Harz mit Ihren Augen. Der Wahnsinn geht weiter. Stadt und Land weiten Baumaßnahmen in Halberstadt aus. Seit 10 Monaten geht nichts mehr auf der B81 vor der Agentur für Arbeit. Nachdem zuletzt umfangreiche Baumaßnahmen an Straßen, Gehwegen, Straßenbeleuchtung und Grünflächen vorgenommen wurden, hatten zuletzt Markierungsarbeiten für Verzögerungen bei der Freigabe gesorgt. Zwar sind nun alle Linien gezogen, rollen tut der Verkehr hier aber noch immer nicht. Und das mit gutem Grund, erklärt Stefan Hörold von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Im Endeffekt sind wir mit der Maßnahme in den Winter reingekommen und damit war jetzt die Frostperiode erstmal die Fortsetzung der Arbeiten nicht möglich. Das ist jetzt aber in den letzten 3 Wochen wieder frostfrei gewesen und damit auch die Fortsetzung der Arbeiten möglich. In der letzten Woche haben wir die Vorbereitung gewissermaßen abgeschlossen, um die Baustelle vom ersten Bauabschnitt, den heute betroffenen Schwanebecker Straße, oder die heute betroffene Schwanebecker Straße, in den zweiten Bauabschnitt überzuwechseln und hier dann also bis nächste Woche Dienstag Mittag, also von Montagabend beginnend über Nacht und Dienstagvormittag die Verkehrsführung in Halberstadt so umzubauen, dass dann die Schwanebecker Straße, erster Bauabschnitt, fertig ist und der zweite Bauabschnitt dann vollgesperrt saniert werden kann. Das nächste Bauprojekt steht schon in den Startlöchern. Zwischen der Kreuzung an der Schützenstraße und dem Abzweig zum Bahnhof soll die Magdeburger Straße erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen und in halbseitiger Sperrung ausgeführt werden. Beruhigen dürfte das aber die wenigsten Autofahrer. Auch hier ist umfangreiche Maßnahme vorgesehen. Das heißt, dort wird die gesamte unterirdische Wirtschaft saniert oder ausgetauscht. Und in dem Zusammenhang auch die Nebenanlagen, das heißt die Fußwege, mit angefasst und erneuert und eben die Fahrbahn erneuert. Die Maßnahme wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Wir gehen momentan ungefähr von einer Bauzeit von 18 Monaten aus und werden an der Stelle mit halbseitiger Sperrung arbeiten. Das heißt, eine Richtung wird frei bleiben, eine Richtung wird also mit einer Umleitung versehen. Die Maßnahme vom Beginn her ist so geplant, dass sie nach Abschluss der Gesamtmaßnahme Schwanebecker Straße beginnen kann. Wir gehen da von Juli, August aus. Das hängt dann auch davon ab, wie hier die Ausschreibung der Bauleistung zeitlich verläuft. Auf der Magdeburger Straße haben Sie sich nun dafür entschieden, das über eine halbseitige Sperrung zu lösen. Auf der Schwanebecker Straße damals nicht. Warum nicht? Warum wird da jetzt anders verfahren? Das ist in dem Sinne den räumlichen Platzverhältnissen geschuldet. Wir haben in der Magdeburger Straße relativ gute Möglichkeiten, die Breiten anzubieten, die auch nach den Vorschriften für die Sicherung von Arbeitsstellen erforderlich sind. Und somit ist das hier möglich und wird dann auch genutzt. Zuletzt hatte der Halberstädter Stadtrat beschlossen, als vorbereitende Maßnahme für die Sanierung der Schützenstraße auch die entsprechende Kreuzung zu sperren. Dringend muss auf der Schützenstraße etwas passieren, denn nicht nur die Straße selbst, sondern auch die Gehwege haben ihre besten Tage längst hinter sich. Was kann man dazu bis jetzt überhaupt sagen? Ja, also hier ist aus Sicht der Landesstraßenbaubehörde noch nicht viel zu sagen. Wir werden, oder es ist in dem Sinne abgestimmt mit den Trägern der Maßnahme, dass dort eine Kombination mit der Baumaßnahme Magdeburger Straße erfolgt, sodass es da zeitlich, räumlich abgestimmte Verkehrslösungen gibt. Auch in die andere Richtung wird zeitnah gebaut. Zwischen der Kühlinger Straße und der Friedrich-Ebert-Straße soll auf der B81 die Fahrbahndecke erneuert werden, was auch hier für Verkehrsbehinderungen sorgen wird. Das ist, wie gesagt, der zweite Bauabschnitt der Schwanebecker Straße. Da wird, wie gesagt, ab Dienstag nächster Woche bis Ende Mai auch komplett die unterirdische Wirtschaft erneuert und eben
die Straße und Nebenanlagen erneuert. Wie sieht es da mit Umleitung aus? Umleitung entscheidet nicht irgendwo eine Person, eine Baufirma, eine Behörde, sondern das ist ein Prozess. Hier ist die Straßenbaubehörde als eben der Baulastträger beteiligt, die Baufirma und natürlich dann aber auch die Verkehrsbehörde des Landkreises und die Polizei und hier natürlich aufgrund der betroffenen Nebenanlagen auch die Stadt Halberstadt, die aber dann auch als, wenn man so will, Kommune automatisch beteiligt wird, wenn solche Umleitungen geplant werden. Sodass also hier auch ein Vorlauf herrscht, der dadurch geprägt ist, dass man einerseits aus dem technisch Notwendigen und andererseits aber auch aus dem regional Bekannten dann das vermeintliche Optimum herausarbeitet, dass dann natürlich im tatsächlichen Verkehr auch mit Einschränkungen gerechnet werden muss. Das ist so. Aber ich muss auch hier betonen, dass im ersten Bauabschnitt die gewählte Umleitung so geführt wurde, dass größere verkehrliche Behinderungen und große Umleitungsstrecken eigentlich nicht passiert sind, sodass insgesamt hier auch gesagt werden muss, dass die Umleitungsführung sehr gut angenommen und sehr gut auch funktioniert hat. Für den zweiten Bauabschnitt ist es jetzt so, dass wir die Richtungsfahrbahnen separieren. Das heißt, die Richtung Wernigerode wird über die Kühlinger Straße, die Heinrich-Julius-Straße und die Spiegelstraße führen und die Richtung Magdeburg über die Erich-Weinhardt-Straße, sodass wir hier beide Richtungen separat führen und da auch umfangreiche Ausschilderungen vorgesehen haben. Das hat sich aber, denke ich mal, auch schon jetzt im Stadtbild gezeigt oder zeigt sich im Stadtbild. Für Verwunderung sorgen aktuell diese Aufbauten an der B81 vor dem HVG-Spielemagazin. Auch Haltelinien wurden hier vor kurzem gezogen. Also die dort, sag ich mal, wahrnehmbar größeren Anlagen ergeben sich einfach aus der Situation, dass an dem Knotenpunkt die Verkehre der B79 Wolfenbüttel, die Verkehre aus Blankenburg-Wernigerode, B81 und Magdeburg, B81 zusammentreffen und hier über eine Ampelsteuerung gewissermaßen die Verkehrsströme auch gesteuert werden können, sodass die Umleitungsverkehre innerhalb der Stadt Halberstadt dann im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des oder baulichen Umsetzung des zweiten Bauabschnittes für die Schwanebecker Straße auch funktionieren. Und wie gesagt, bis Ende Mai dann die Ampel, also die Kreuzung dort mit einer Ampelregelung geführt wird. Wer jetzt denkt, dass sich die aktuellen Straßenbaumaßnahmen nur auf Halberstadt beschränken, der wird leider enttäuscht. Wer regelmäßig zwischen der Domstadt und Quedlinburg unterwegs ist, wird ab dem 20. März etwas öfter einen Abstecher nach Westerhausen machen müssen. Also die Landesstraßenbaubehörde wird hier eine Sanierung der Deckschicht der Fahrbahn, also der B79, durchführen. Die Maßnahme wird räumlich vom Knotenpunkt mit der K1322 Richtung Westerhausen beginnen und dann bis zur Anschlussstelle der B6. Die Baumaßnahme kann nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, weil im Endeffekt für die Sicherheit der Arbeitsstelle und der entsprechenden Vorgaben für einerseits Schutz der Bauarbeiter, Schutz der Verkehrsteilnehmer, also hier im Ergebnis nur die Vollsperrung als mögliche Lösung ist. Und wir haben die Bauzeit vom 20. März bis zum 16. April vorgesehen, also circa 4 Wochen. Und in der Zeit wird dort voll gesperrt und umgeleitet über die K1322 und die L85. Die nervenaufreibende Phase ist für Autofahrer in Halberstadt noch längst nicht vorbei. Nach aktuellen Planungen wird sich an der allgemein angespannten Verkehrssituation wohl bis etwa 2019 kaum etwas ändern. Inklusion? Bleiben die Förderschulen? Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Angela Gorr kam Bildungsminister Marco Tullner zu einem Arbeitsbesuch in die Pestalozzi-Schule nach Wernigerode. Die Ungewissheit, wie geht es mit den Förderschulen weiter, beschäftigt nicht nur die Lehrkräfte. Durch eine Fusion werden hier ab kommendem Schuljahr auch die Schüler aus Blankenburg-Wienrode unterrichtet.
Wird diese Schule dann auch eines Tages aufgrund der Inklusionsbestrebungen ganz abgeschafft? Also Inklusion ist an sich natürlich ein Anspruch, den niemand widersprechen möchte. Natürlich wollen wir die Teilhabe am Leben für alle Menschen möglich machen. Aber wir dürfen uns, was auch Schule angeht, auch nicht überfordern in diesen Erwartungen. Ich glaube, wenn wir die Dinge stärker vom Kind aus sehen und auch stärker sehen, wie man dem Kind die bestmögliche Bildung angedeihen lassen kann, dann ist vielleicht manchmal eine Spezialisierung und eine Gegliederung im Schulsystem besser als der Traum von dem gemeinsamen Lernen in seiner Reihenform. Und ich glaube, da sollten wir gemeinsam in der Landespolitik auch nochmal darüber nachdenken, wie wir Inklusion wirklich praktisch umsetzen können, um am Ende das Ziel zu haben, dem Kind die bestmögliche Bildung angedeihen zu lassen. Die Blankenburger Sonderschule, die auf ein über 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann, zog mehrmals um und fand schließlich 2004 in Wienrode ihr neues Domizil. Der alte Plattenbau wurde umfassend saniert und 2014 feierten Schüler und Lehrkräfte ein doppeltes Jubiläum. Die Freude wurde jedoch durch die Inklusionsbestrebungen des Landes getrübt. Die Pestalozzi-Schule in Wernigerode mit rund 80 Schülern bietet ausreichend Kapazität, um auch die Wienröder aufzunehmen, die dann allerdings noch weiterfahren müssen. Diese Schule wurde 2012 als Förderzentrum ausgebaut. Aus einem alten Gebäude wurde eine moderne Schule mit vielen räumlichen und technischen Möglichkeiten, wie sich Bildungsminister Marco Tullner überzeugen kann. Weil natürlich das bauliche Konzept sozusagen einfach wunderbar ist. Man sieht ja sozusagen, wie viel Kraft, Energie und auch Ideen hier in diesen Gebäudekomplex eingeflossen sind. Aber neben dem Gebäude ist vor allen Dingen, glaube ich, auch das Klima in der Schule, der Miteinander zwischen Lehrern und Schülern, mit den Eltern, da spürt man einfach hier einen ganz besonderen Geist und das hat mich sehr beeindruckt. Ein Grund für gesunkene Schülerzahlen im Bereich der Förderschulen ist die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase, die den Schülern die Möglichkeit bietet, die Klassen mehrmals zu absolvieren. So kommen fast keine Grundschüler mehr in die Sonderschule, obwohl es hier für viele bessere Entwicklungsmöglichkeiten von Anfang an gibt. Die Wernigeröder Pestalozzi-Schule ist gerade in Bezug auf Berufsorientierung sehr aktiv. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich in verschiedene Richtungen zu orientieren. Auch der Bereich der außerschulischen Arbeit ist sehr vielfältig. Nicht nur in den Sonderschulen, sondern auch in allen anderen ist Lehrkräftemangel ein Thema. Denn in den kommenden Jahren gehen viele Lehrer in Altersrente. Ich sage Ihnen, da habe ich wirklich Probleme übernommen. Was wir machen, ist, wir stellen Lehrer ein. Ich kann Lehrer einstellen, ganz viele. Und wir können auch alle Stellen im Moment besetzen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Da müssen wir ganz viel Kraft investieren, früher an die jungen Leute ran, auch attraktive Angebote machen, um auch im ländlichen Raum gerade auch Schulversorgung zu machen. Und das andere ist, dass wir das Thema auch für Seiten- und Quereinsteiger stärker öffnen müssen. Ich glaube, das Bild, dass wir den gut ausgebildeten Lehrer sozusagen finden, das wird es in der Form nicht immer geben. Deswegen müssen wir uns auch öffnen für flexible Lösungen, auch gerade für regionale Lösungen. Weil ganz oft stellt man fest, dass vor Ort Lösungen gefunden werden, wo man auch Leute ansprechen kann, die sozusagen helfen, dann auch Interesse haben am Schuldienst. Und diese stärkere Verantwortung in den Regionen als Land auch zu begleiten und da auch zu helfen, das sehe ich auch als eine der Aufgaben, um dem Problem Unterrichtsversorgung Herr zu werden. Schulleitungsmitglieder werden auch gesucht. Das ist ebenfalls noch ein Problem. Das stimmt. Das ist auch eine der zahlreichen Herausforderungen, würde ich es nennen, die wir haben. Weil wir auf der einen Seite ganz viele Belastungen gerade bei unseren vielen älteren Kolleginnen und Kollegen haben, die eben seit 25 Jahren ganz viel an Veränderungen in Schule miterlebt haben. Und sozusagen dann noch zu dem Normalen auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen, da müssen wir über Anreize nachdenken, glaube ich. Also was vielleicht auch materiell, aber auch anderer Art angeht. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir Freiräume und auch Rückenstärkung für die Kollegen haben, die mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, die Wertschätzung, die wir Lehrerinnen und Lehrer überhaupt, aber auch Direktoren und Schulleitungen gegenüberbringen, da müssen wir auch noch gemeinsam dran arbeiten. Wir wollen auf der einen Seite als Politik Rahmenbedingungen setzen, wir wollen aber auch engagierte Eltern haben und trotzdem muss der Lehrer im Mittelpunkt stehen und muss auch Freiräume und Wertschätzung erfahren, um sozusagen seine Profession auch wirklich gut ausüben zu können. Denkt das Land über weitere Schulschließungen nach?
Nein, in dieser Wahlperiode können wir da Gott sei Dank sagen, wir haben die Schülerzahlen sind stabil. Wir fingern auch nicht an irgendwelchen Parametern rum, sodass ich sagen kann, wenn jetzt nicht vor Ort andere Dinge eine Rolle spielen, aus Landessicht haben wir ein stabiles Schulnetz. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Bereich Förderschulen, Inklusion als Thema. Da sind wir gerade dabei, ein Konzept mit dem Landtag zu erarbeiten. Aber mein Ziel ist auch, die Förderschulen zu erhalten, weil sie eine ganz wichtige Aufgabe machen, nämlich Kinder sozusagen, die in den normalen Schulbereichen eben nicht so gefördert werden können, hier in behüteten Atmosphären, sag ich mal, auf das Leben vorzubereiten. Und das ist im Einzelfall, es sind immer Einzelfälle, nicht so, was man sagen kann, Inklusion für alle ist das Thema, wo man sagen könnte, da wären wir glücklich. Nein, das wären wir eben nicht. Mit dem neuen Amt hat Bildungsminister Marco Tullner auch viele alte Probleme übernommen. Die Landesregierung hat schwierige Aufgaben zu lösen. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Die Woche beginnt mit einem wechselhaften und grauen Montag. Am Morgen ist es noch extrem windig, unterstrichen von leichtem Regen bei 10 Grad. Richtung Mittag hört es auf zu regnen bei 12 Grad, jedoch bleibt es weiterhin grau am Himmel und windig. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu keiner Veränderung am Wetter. In der Nacht verstecken sich die Sterne hinter einer dichten Wolkendecke bei 10 Grad. Der Dienstag wird ähnlich, ohne Regen mit Höchstwerten bis 14 Grad. Sie suchen einen Job in Blankenburg? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir sind die PBR AG, das Planungsbüro Rohling. Wir denken Architektur in ihrer Gesamtheit, vom ersten Entwurf bis hin zur Schlüsselübergabe. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter für unsere Zweigstelle in Blankenburg. Kreative Ideen und innovative Lösungen sind gefragt. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach an die unten eingeblendete Adresse. Wir freuen uns auf Sie. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Schubinski lässt die Preise sprechen und das klingt so. Den Hoover Toplader mit Mengenautomatik und Startzeitvorwahl bekommen Sie für 333 Euro statt 599 Euro. Diesen Kaffeevollautomaten mit 15 Bar Druck und Cappuccino-Düse von DeLonghi gibt's bei EP Schubinski für 345 statt 549 Euro. Und für gelungene Urlaubs- und Familienschnappschüsse sorgt diese Digitalkamera mit Gesichts- und Lächelerkennung sowie Panorama- und Videofunktion für 95 Euro. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Eine Altersvorsorge, da schnattern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Becklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen.
Le cœur, le caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Herzlich willkommen hier bei uns im Autohaus Quedlinburg Süd. Seit 20 Jahren verkauft unser Team Jahres- und Gebrauchtwagen. Sehr gern kaufen wir Ihr Fahrzeug auch ohne TÜV und aus laufender Finanzierung zu fairen Preisen bar an. Darauf unser Wort. Dank der individuellen Beratung, auch im Finanzierungsbereich, haben wir den zufriedensten Kunden. Testen Sie uns, kommen Sie einfach vorbei. Ihr Autohaus Quedlinburg Süd. Unsere Autos sind top. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Urkunden und Medaillen für Harzer Athleten bei der 10. Sportlerehrung des Kreissportbundes. Heiß begehrt sind sie, die Medaillen und Urkunden des Kreissportbundes Harz. Einmal im Jahr werden die Besten der Besten aus dem Amateurbereich in allen Altersklassen für ihre Leistungen im Festsaal der Europaschule am Gröpertor in Halberstadt geehrt. Zum inzwischen 10. Mal werden bei der Sportlerehrung die in den Mittelpunkt gerückt, die das Zeug dazu haben, die Region in den großen internationalen Turnieren zu vertreten. Verliehen werden die Auszeichnungen in den Altersklassen bis 13 Jahren männlich und weiblich, wie hier an Lucy Lindner von den Keglern des SV Lok Blankenburg 1949 e.V. Aber auch in der Altersklasse der 14- bis 18-Jährigen sind die gläsernen Trophäen heiß begehrt. Für Kreissportbund-Präsident Henning Rühe ist es eine besondere Ehre, die Sportler für ihre Erfolge auszuzeichnen. Vor allem zeige das, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen sei. Denn nur so könne der sportliche Nachwuchs überhaupt entsprechend gefördert werden. Also ohne Ehrenamt kann man im Prinzip dieses Metier gar nicht mehr beherrschen. Und das war ja auch früher so. Das ist also kein Phänomen von heute. Das ist generell so, dass der Sport vom Ehrenamt lebt. Aber man sieht ja hier von der Leistungsfähigkeit der Sportler und auch der Landesleistungsstützpunkte, die wir heute mit berufen können, was hier für eine hervorragende Arbeit im Landkreis geleistet wird, in den Vereinen ganz besonders. Wie wird man denn eigentlich ein Ehrenamtler? Oh, da hört ein bisschen Überzeugung zu. Entweder man hat es vorgelebt oder bekommt es vorgelebt von seinen Eltern, von seinen Angehörigen oder von seinen Übungsleitern. Und man glaubt ja manchmal als Ehrenamt, man ist unverzichtbar und es wachsen doch wieder neue nach. Und das ist gerade das Entscheidende, dass Ehrenamtler andere so befruchten, dass sie wieder einsteigen als Ehrenamtler, diese Arbeit fortzusetzen. Und man bekommt ja in Endkonsequenz nur eine moralische Anerkennung, wie auch sonst. Gerade im Amateursport ist ja das Geld knapp und Sport ist ehrlich gesagt teuer. Wie sieht es denn da aus? Wo fehlt denn hier noch die Unterstützung und vor allen Dingen, wer könnte mehr leisten?
Also die Unterstützung, die wir haben, ist natürlich auch oftmals personenbezogen. Man muss sich also an diese Sponsoren auch wenden. Wir haben im Prinzip zwei große Sponsoren. Das ist einmal die Harzsparkasse und dann der Landkreis. Wir haben viele kleine Sponsoren. Die engagieren sich natürlich überwiegend natürlich in den Vereinen, weil sie ganz anders sich da also auch vermarkten können. Auch die Beziehung ist natürlich viel individueller als bei uns. Das ist für uns auch wichtig, dass sie in den Vereinen ganz stark dabei sind. Wir leben natürlich auch von den Sponsoren, dass wir als Leistungserbringer für unsere Sportvereine solche Veranstaltungen organisieren können, dass wir die Büroarbeit für sie leisten können, dass wir im Grunde genommen all die Veranstaltungen wie Kreiskinder- und Jugendspiele, wie den dritten Arbeitsmarkt, den wir noch betreuen. Das sind alles Dinge, die also unser Kreissportbund auch noch mit leistet. Wenn man sich jetzt mal den Fußball anguckt und Halle und Magdeburg nur sieht, da wurden Großstadien gebaut, auch mit vielen öffentlichen Fördergeldern. Und in Halle sponsert die Stadt ja auch den Verein. Ist das nicht ein bisschen ungerecht gegenüber den Amateursportlern, dass auf der einen Seite so viel in eine Sportart gesteckt wird? Tja, aber da muss man starke Partner hinter sich haben, zum Beispiel Stadtwerke. Und die hat man auch im ländlichen Bereich gar nicht hinter sich. Also müssen die Sportler tatsächlich davon leben, was sie an Beiträgen einkassieren und dass sie kleinen Sponsoren irgendwo gewinnen. Also überall dort, wo Stadtwerke auch agieren, ist natürlich die Situation wesentlich anders als im flachen Lande. Also in Halberstadt, Quedlinburg, Blankenburg oder Wernigerode ist schon wieder eine ganz andere Situation als in Dedelheim oder in Heudeber oder meinetwegen in Minzlehm. Das muss man einfach so sagen. Die Unterstützung brauchen die Vereine, aber sonst können sie gar nicht so existieren, sonst können so die Leistungsstützpunkte nicht entstehen. Und Germania Halberstadt kann auch nur in dieser Spielklasse oder eine höher sogar spielen, wenn sie die Unterstützung bekommen durch die Stadtwerke oder durch die Wirtschaft in der Region. Und auch Sie haben mal klein angefangen. In den drei Kategorien der Sportlerinnen und Sportler des Jahres und der Mannschaft des Jahres werden auch die Erwachsenen für ihre Leistungen ausgezeichnet. So ging der Titel der Mannschaft des Jahres in der Altersklasse der Erwachsenen diesmal an die Abteilung Behindertensport vom VfB Germania Halberstadt. Was wünschen Sie sich denn als Präsident noch für die Zukunft? Oh, ich wünsche mir, dass wir im Sport weitere Organisationsfortschritte erreichen. Wir liegen bei ungefähr 16%. Bei 20% wäre eine schöne Geschichte, dass man auch merkt, Sport ist im Verein am schönsten, und wünsche mir natürlich weiterhin noch Leuchttürme, die ganz besonders den Landkreis dann repräsentieren. Das haben wir im Fußball mit Germania. Ich hoffe, dass der Aufstieg gelingen wird. Wir haben es mit dem Flurballspielern in Wernigerode mit dem WSV Rot-Weiß. Wir haben das mit den Volleyballern in Blankenburg, die auch in der Regionalliga spielen. Also wir haben schon gute Sportler überall präsent. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Leuchttürme erreichen können, aber uns fehlt natürlich auch der Nachwuchs, das steht eindeutig fest. Den krönenden Abschluss der 10. Sportlerehrung bildete die Eintragung ins Ehrenbuch des KSB durch Wilhelm Luther, der langjährige Kampfrichter und noch immer aktive Ehrenamtliche beim Harzgebirgslauf e.V. wurde damit für sein Lebenswerk gewürdigt. Lifehacks im Netz. Volksbank holt Hacker-Spezialisten in den Harz. Das Saalfeldsche Palais in Quedlinburg, bis auf den letzten Platz und für das Zukunftsportal Harz mit einem auffallend jüngeren Publikum gefüllt. Das spricht für das Thema und damit sind die Gastgeber up to date. Zur 9. Veranstaltung der 2009 gestarteten Reihe der Harzer Volksbank konnten die Initiatoren 350 Gäste begrüßen. Und das ist sicher auch Motivation für Vorstand Heino Oehring, bereits jetzt schon zu versprechen, dass wir mit Ihnen gemeinsam im kommenden Jahr ein Jubiläum feiern, nämlich 10 Jahre Zukunftsportal Harz. Immerhin konnten wir hier im Palais Saalfeld gemeinsam mit unserer heutigen Veranstaltung fast 3.500 Gäste begrüßen. Dieser Zuspruch ist für uns ein großer Ansporn, auch zukünftig interessante Referenten zu gewinnen, die uns kurzweilig über aktuelle Themen informieren. Blicken wir nun durch die Brille eines Hackers, um besser zu verstehen, wie Sicherheitsprobleme entstehen und warum diese so oft unentdeckt bleiben. Wir erleben nun einen echten Hacker, der sein Know-how in den Dienst der guten Sache gestellt hat. Sebastian Schreiber, Geschäftsführer der SIS GmbH, beleuchtete dann, wie Sicherheitsprobleme im Internet entstehen und warum diese so oft unentdeckt bleiben. Er lud die Anwesenden ein. Wechseln Sie Ihren Standpunkt und schauen Sie sich mal an, wie die Welt aus den Augen eines Angreifers aussieht. Die erste Attacke, die wir durchführen, ist destruktiver Natur. Wir wollen zeigen, dass wir Systeme im Internet angreifen können, dass die Apps, die wir nutzen, die Webservices und Webserver, die wir tagtäglich nutzen, überraschend fragil sind.
Das heißt, wer es drauf anlegt, ist in der Lage, diese Systeme lahmzulegen. Als erstes will ich diesen Webserver totschießen. Sie sehen also hier einen Webbrowser am Laufen, der hier in der Lage ist, eine Uhrzeit anzuzeigen. In dem Fall ist es in der Tat so, dass die Uhrzeit jetzt etwas größer ist und besser sichtbar ist. Und dieses Ding will ich jetzt totschießen mit einer sogenannten Denial-of-Service-Attack. Das habe ich vorbereitet. Ich gehe also hier schnell rüber auf meine virtuelle Maschine, starte hier das Linux. Das läuft hier zu rechten in so einer schwarzen Box, das erkennen Sie von hinten vielleicht nicht genau. Und sobald ich jetzt auf Return drücke, läuft die sogenannte SSL Renegotiation Attack an. 1, 2, 3. Der Angriff läuft. Sie sehen, der Angriff hat ein bisschen gebraucht. Die Uhr ist stehen geblieben. Ich stoppe jetzt die Attacke und Sie werden sehen, die Uhr tickt wieder. Ich kann also nach meinem Belieben den Server, der in Frankfurt im Rechenzentrum steht, einfrieren und wieder laufen lassen. Wer es also darauf anlegt, ist in der Lage, Zielsysteme hier kaputt zu machen, zum Einfrieren zu kriegen. In dem Fall nur ein Server, der die Uhrzeit anzeigt. Denken Sie an Systeme bei Krankenhäusern, die möglicherweise OPs steuern oder ähnliches. IT ist also fragil. Wer es darauf anlegt, ist in der Lage, IT zu stören. Und zwar nachhaltig, nicht nur ein paar Minuten, sondern wenn es sein muss, ein paar Wochen oder Monate. Das heißt also, ich werde es etwas leichter haben. Mit den verschiedenen Lifehacks versetzte er sein Quedlinburger Publikum über 1,5 Stunden in Staunen und regte mit Sicherheit viele dazu an, im persönlichen Umgang mit dem Internet vorsichtiger zu sein, aber auch im beruflichen Umfeld bzw. direkt in der eigenen Firma die IT-Sicherheit dementsprechend zu optimieren. Ja, der nächste Punkt ist in der Tat der Angriff gegen die Funktastaturen. Zu dem Zweck brauchen wir eine ganze Menge. Es handelt sich also hier um ein Linux-Gerät mit Software-Defined Radio dran. Ich habe hier also in dem Fall Crazy Radio angeschlossen. Crazy Radio ist Software-Defined Radio. Es ermöglicht uns, quasi Funkhardware zu emulieren. Hätte ich diesen Angriff vor 5 Jahren machen müssen, käme der mich sehr teuer zu stehen. Da hätte ich Hardware gebraucht im 6-stelligen Euro-Bereich. Ich hätte Expertise gebraucht. Das wäre auch sehr groß geworden, was ich dabei gehabt hätte. Jetzt ist es so, dieses Crazy Radio kostet nur 18 Euro. Das heißt, wir sind da plötzlich in den Taschengeldbereich reingeraten. Das bedeutet, dass die Bedrohungslage sich komplett verändert hat. Und hiermit werde ich jetzt die Tastatur angreifen. Also als erstes lege ich es immer wieder hierher, gebe noch ein paar Tasten ein und schon sagt mir meine Software, dass das Keyboard gefunden worden ist und dass der Krypto-Key extrahiert worden ist. Jetzt ist es vorbei mit der verschlüsselten Kommunikation zwischen der Tastatur und meinem Rechner. Ich kann da jetzt anstellen, was ich möchte. Und das zeige ich jetzt gerade mal. Und zwar anhand von so einem Windows, was ich hier dabei habe und hier zeigen möchte. Ich mache das einfach mal groß. Diesen Anmeldevorgang werde ich mit meiner kleinen Maschine hier aufzeichnen. Ich klicke also hier drauf, auf Aufzeichnen, gebe jetzt das Passwort ein, beende die Aufzeichnung und habe das Passwort jetzt hier gefangen und kann Replay-Attacken durchführen. Das zeige ich Ihnen nochmal, indem ich mich erneut abmelde, rechte Maustaste. Wir gehen auf Abmelden. So, gehen wieder hier rein. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Ich drücke jetzt hier auf die Replay-Taste und achten Sie darauf, was mit dem Bildschirm passiert. 1, 2, 3. Zack, angemeldet. Passwort mitgeschrieben, Replay-Attack durchgeführt. Und ich kann noch viel mehr machen, das will ich aber nicht zeigen. Ich kann jetzt auch Schadcode injizieren. Also ich kann jetzt nicht nur das Passwort hier rüber schicken und den Bildschirm schon wegmachen. Ich kann auch auf die 3. Taste drücken. Dann wird hier auf meinem Laptop eine PowerShell gestartet, die meine Festplatte verschlüsselt. Mein Appell an Sie, verzichten Sie auf den Einsatz von Funktastaturen. Wir müssen nicht nur die Funktastaturen ersetzen, sondern auch die Funkmäuse. Seine wichtigsten Tipps waren? Das Wichtigste ist, beschäftigen Sie sich damit. Klicken Sie nicht immer auf Ja, wenn Ihnen irgendeine Frage gestellt wird. Wenn also Ihr Excel Sie fragt, das Dokument hat Makros, sollen wir diese starten, dann ist es falsch, hier auf Ja zu klicken, sonst passiert irgendwas. Also seien Sie skeptisch, seien Sie interessiert, lernen Sie was, lassen Sie sich darauf ein, Sie können sich nicht wegducken. Zweitens, härten Sie Ihre Systeme, konfigurieren Sie Ihre Systeme gut, sodass da nichts passieren kann. Drittens,
seien Sie durchaus restriktiv. Stellen Sie Ihre Systeme so ein, dass Sie auch vor gefährlichen Handlungen entsprechend geschützt werden. Arbeiten Sie nicht mit Administratorrechten, sondern mit Userrechten als Beispiel. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Excel eben nicht automatisch Anhänge öffnet. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Outlook eben nicht so ohne weiteres akzeptiert, wenn eine Exit-Datei oder Ähnliches reinkommt. Wenn Sie das machen, haben Sie keine perfekte Sicherheit, aber Sie gehören schon mal zu den 2% der sichersten Anwender. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihnen was passiert, und wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, ist sehr, sehr niedrig. Ein wichtiges Thema war natürlich die Passwortsicherheit für Benutzerkonten im Internet, und auch dafür hatte er einen Tipp mit Augenzwinkern. Ich empfehle Ihnen, bei jedem dieser Profile oder bei jedem von diesen Accounts andere Passworte einzusetzen, komplexe Passworte einzusetzen und die Passworte regelmäßig zu ändern. Ich speichere die Passworte in meinem Kopf. Das heißt, ich empfehle Ihnen, Sie schauen so, ich empfehle Ihnen, das nicht widerwärtig zu machen, sondern bereitwillig zu machen. Viele Leute lösen Sudokus, um Gehirnjogging zu machen. Andere Leute lernen Gedichte auswendig. Mein Appell an Sie ist, sehen Sie es positiv, speichern Sie die Passworte in Ihrem Kopf ab, sorgen Sie dafür, dass die Passworte regelmäßig geändert werden. Das ist die beste Wahl. Sie können Passwort-Saves nutzen, alternativ dazu. Da haben Sie dann eben das Problem, dass Sie einen Single Point of Attack da entsprechend schaffen. Wenn ich Ihren Passwort-Save knacke, habe ich Zugriff auf alle Ihre Passwörter und die anders strukturiert. Alternativ dazu können Sie einen Zettel vorhalten, wo Sie Ihre Passwörter draufschreiben. Das ist super gegen den Hacker, der in Singapur sitzt, der wird in diesen Zettel niemals rankommen über den Cyberspace, aber wenn jemand Ihren Geldbeutel findet, wo der Zettel drinsteckt, dann hat er eben Zugriff quasi auf Ihr ganzes Leben. Ausführlich kann man diese und weitere Lifehacks auf YouTube nochmal in Ruhe anschauen. Umweltbewusst in den Alltag mit den Kindern der Kindertagesstätte Sputnik in Halberstadt. Heute ist ein etwas anderer Tag für die Kinder. Aufmerksam und motiviert bestaunen sie das Umweltpuppentheater der Entsorgungswissenschaften des Landkreises Harz. Die ENVI hat diesen kostenlosen Besuch organisiert, um die Kinder über Umweltbewusstsein aufzuklären. Das hier ist eine Zeitung. Die ist aus Papier, ist Müll und gehört nicht in den Wald. Stimmt's, Kinder? Ja! Aber Hugo, das ist aber komisch. Wie kommt die Zeitung in den Wald? Die haben Menschen in den Wald geworfen, die nicht Bescheid wissen. Was? Ich habe gedacht, alle Menschen sind schlau. Leider nein. Es gibt auch Menschen, die nicht Bescheid wissen. Und die machen dann so dumme Sachen und werfen ihren Müll in den Wald. Kinder, habt ihr den Müll in den Wald geworfen? Nein! Oder vielleicht die Frau Erzieherin? Nein! Lernen mit Spaß steht hier im Vordergrund. Wie sortiere ich den Müll richtig, was passiert mit dem ganzen Abfall und wieso ist es wichtig, die Umwelt sauber zu halten? Geht es auch, wenn ich es in den Wald werfe? Antworten auf diese Fragen und vieles mehr wird den 5- bis 6-Jährigen der Kindertagesstätte Sputnik heute beigebracht. Alle fühlen sich positiv angesprochen und machen engagiert mit. Kinder, ruf mal Hommel! Ja, wir sind sehr überrascht und sehr freudig, dass es richtig Freude macht, uns und die Kinder auch. Also die Teilnahme und die Freude und das Mitmachen, das ist wieder jedes Mal neu motivierend. Und lernen die Kinder denn dabei auch wirklich was? Klar, aus dem Grund sind wir unterwegs, dass es mit Freude lernen ist so unser Motto. Und auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern so, dass es Freude macht. Und ich denke schon, sonst wäre es schade. Könnten Sie spontan sagen, was das Schwierigste für die Kinder ist, jetzt hier beizubehalten? Ist da eine Kleinigkeit, die jetzt mal ein bisschen komplizierter und unerklärlicher ist als manch anderes? Ich denke, die verschiedenen Sortiermöglichkeiten mit dem gelben Sack und wie das dann mit den verschiedenen Sachen ist, das ist schon was, wo die Kinder immer wieder einüben müssen und auch dürfen. Wobei wir feststellen, wenn die Motivation stimmt, und das ist bei den Kindern so, dann haben die es ganz schnell drin. Und wir haben schon die Hoffnung, dass die Kinder so ein bisschen auch die Mithelfer sind für die nächste Generation. Die kapieren das schon relativ schnell. Bei den ganz Kleinen geht es so los, da hat man gemerkt, die wissen, sortieren ja, aber noch nicht in welche Tonne. Aber wenn die dann in Vorschule, 5., 6., 1. Klasse, dann haben die das schon sehr gut drauf. Aber auch die kleinen Zuschauer, die noch nicht die Schule besuchen, geben sich größte Mühe beim Müllsortieren.
Hier sollen gerade die Mädchen den richtigen Müll in die blaue Papiertonne werfen. Das ist fast alles richtig. Eins ist kein Papier. Das hier, das darfst du wieder zurücklegen. Super. Aber die anderen Sachen sind alle richtig. Dann dürft ihr es mal dem Hugo geben, der nimmt's. Toll, der macht es ganz super. Pappe und hier Papier. Applaus für die Mädels, gut gemacht. Anschließend sind nun die Jungs an der Reihe. Sie sollen den passenden Müll für den gelben Sack auswählen und das schaffen sie auch ohne einen einzigen Fehler. Alles richtig? Ja! Die Kinder wissen nun, wie sie richtig den Müll sortieren müssen und der Umwelt was Gutes tun. Ich habe jetzt hier ein bisschen Plastikmüll dabei, aber ich weiß nicht, wo ich den hinschmeißen soll. Im gelben Sack. Stimmt es? Ja. Und was mache ich denn nun mit meiner Windel? Ein Hausmüll schmeißt. Unser Wunsch ist eigentlich, dass Umweltschutz und auch diese Müllsortierung so normal wird wie das Zähneputzen, weil es einfach ganz normal ist und weil es gut ist für uns und auch für die anderen. Und deshalb wünschen wir uns schon, dass es eine gewisse Bewusstseinsbildung wird, dass es ganz normal ist, weil es einfach richtig gut ist. Wenn wir die Umwelt und die Natur schützen und letztlich tut es uns allen gut. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Komödiantin wird in Blankenburg geehrt. Neuber-Stiftung soll kulturelles Leben bereichern. Die Saison hat wieder begonnen. Die Tore des Großen Schlosses sind geöffnet und viele Besucher nutzen am Samstag die Möglichkeit, einer von Hilde Thoms organisierten szenarischen Lesung beizuwohnen. Gewidmet wird diese Friederike Caroline Neuber. Vor 320 Jahren wurde die sehr bekannte Komödiantin, die Neuberin, in Reichenbach geboren. Friederike Caroline Neuber war eine ungewöhnliche Frauenpersönlichkeit, eine der merkwürdigsten, hervorragendsten und bedeutungsvollsten des 18. Jahrhunderts, weil sie die erste deutsche Schauspielerin war, gleichzeitig die erste Prinzipalin und Schriftstellerin. Sie kommt aus gutbürgerlichem Hause und landete letztendlich bei Komödianten, die eigentlich in der Gesellschaft gar nichts galten. Sie lebte eigentlich damit am Rande der Gesellschaft
und hat sich aber so viel Verdienste erworben, weil sie hartnäckig war, Durchsetzungskraft hatte, dass wir sie heute immer noch verehren. Das Blankenburger Schloss hat also eine besondere Stellung in ihrer ganzen Biografie. Sie hat also den Anstoß gegeben, das Theaterleben damals im 18. Jahrhundert zu reformieren. Sie war also eine Reformerin. Sie wollte die Literatur auf die Bühne haben und nicht die obszönen Stehgreifspiele des Hans Wurst. Das Blankenburger Schloss war denn auch die erste Stelle, die sie anlief, als sie diese Gesellschaft gegründet hatte. Und Ludwig Rudolf hat sie von Anfang an sehr verehrt, als er sie schon in den anderen Komödiantengesellschaften erlebt hat. Und er hat ihr hier über Jahre Winterquartier geboten. Und das war für sie also das Allerbeste, was ihr geschehen konnte. Und Ludwig Rudolf hatte hier eine große Bibliothek, die also fast einer gelehrten Bibliothek gleichzusetzen war. Und die durfte sie benutzen und hat die Literatur studiert, um sie dann später auf die Bühne bringen zu können. Eine kleine Ausstellung im Schloss erinnert an das Leben der Caroline Neuber und an ihre Leistung. Noch heute ist der Reformgedanke ein Grund, dass sich Künstler mit ihr beschäftigen, wie zum Beispiel die Malerin Edda Grossmann. Nach einer im Theatersaal gefundenen Tapetenbespannung malte auch der Blankenburger Schriftsteller Bernd Wolf ein Porträt der Neuberin. Die szenarische Lesung mit dem Schauspieler Gunter Schoss und Schülern des Gymnasiums am Tee unter Leitung von Sabine Probst begeistert das Publikum. Während der Veranstaltung gibt es noch eine besondere Überraschung. Hilde Thoms gibt die Gründung der Friederike Caroline Neuber Stiftung bekannt. Die Stiftung ist also ein Gedanke, der mir also seit 10 Jahren im Kopf herumspukt. Keine Ahnung, wie man sowas macht und wie sowas geht und was man dafür Voraussetzungen benötigt. Aber diesen Gedanken habe ich nie aufgegeben. Und dann braucht man aber irgendwie die Begegnung mit entsprechenden Leuten, von denen man weiß, die helfen mir jetzt weiter. Und ich bin kein Rockefeller, ich habe auch kein großes Barvermögen, aber ich will von Todes wegen das, was ich eigentlich an habe, in die Stiftung geben. Es ist aber sinnvoll, die Stiftung vorher schon ins Leben zu rufen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann nicht mehr bin, schon existiert. Und ich kann noch mich mit einbringen und ich möchte noch ein bisschen erleben, dass sich auch Leute finden, die sagen, oh, da steige ich mit ein. Hilde Thoms, die Neuberin sehr verehrt und ihre Leistungen würdigt, bringt ihr Privatvermögen in die Stiftung ein und erfüllt sich so einen Lebenstraum. Sie hält den Namen der bedeutenden Komödiantin lebendig und unterstützt die kulturelle, literarische Szene in Blankenburg. Es geht um Förderung von Bildung und Kultur und Erziehung. Und wir wollen das Kulturleben in Blankenburg bereichern. Es ist eine kleine Stiftung, aber alles Große ist mal klein angefangen. Und ich gehe da ganz mutig heran und ich habe mehrfach schon Dinge angeschoben, stand oft ganz alleine da und es ist immer noch alles da, was ich angefangen habe. Und darauf setze ich. Und ich weiß, es ist mein Weg, den ich zu gehen habe und er bleibt nicht erfolglos. Die Erinnerungen an die Reformerin Friederike Caroline Neuber, die enge Beziehung zum Blankenburger Schloss hatte, werden an ihrer einstigen Wirkungsstätte wieder geweckt. Überstunden im Ehrenamt. THW-Helfer blicken auf Jubiläumsjahr zurück. Mit sehr vielen Vertretern aus Kommunal- und Landespolitik blickten die Helfer des THW-Ortsverbands Quedlinburg kürzlich auf das Jahr 2016 und damit auf ihr Jubiläumsjahr zurück. Und die Fakten waren beachtlich, ja beinahe unglaublich. So konnte der Ortsbeauftragte Lars Deuter für das zurückliegende Jahr insgesamt 36.000 Dienststunden bilanzieren. Geleistet von den 70 aktiven Helferinnen und Helfern. Und das bedeutet, im Durchschnitt hat jeder von ihnen über 500 Stunden oder 60 Arbeitstage zusätzlich geleistet.
Sogar die 25 Junghelfer leisteten weitere 8000 Stunden. Jugendarbeit, wichtiger Bestandteil im THW. Wie ist so dein Rückblick auf dieses Jahr über die Einsätze und die Erfolge der Gruppe? Definitiv ein sehr geiles Jahr gewesen. Viel Nachwuchs bekommen. Wir sind ca. 25 Jugendliche bei mir in der Jugendgruppe. Ja, haben uns eine sehr schöne 25-Jahr-Feier gestaltet, auch teilgenommen. Eine sehr schöne Veranstaltung im Mai gehabt, wo wir eine Kletterwand gebaut haben. Ein Erfolgserlebnis, was wir erlebt haben. Ja, einen sehr erfolgreichen Wettkampf, wo wir den 7. Platz gemacht haben. Worauf kommt es denn an in eurer Arbeit hier bei der Jugendgruppe? Ja, worauf kommt es an? Also erstmal Lust und Bereitschaft teilzunehmen, auch die Zeit zu investieren. Ansonsten gibt es da gar nicht viele Voraussetzungen. Hauptsache Spaß mitbringen, Interesse und ja, so 9 bis 10 Jahre sollte man schon sein, bis man bei uns eintreten kann. Ja. Und was kann man dann mit euch ja auch erlernen? Alles Mögliche. Wir können Erste Hilfe, Verletztenbergung, Brückenbau, Retten von Personen aus Höhen und Tiefen, Gerüstbau, Abstützen von Häusern, das Suchen von Personen. Ja. Also ziemlich umfangreich und vielseitig. Definitiv, ja. Der THW Ortsverband war auf zahlreichen Einsätzen, die erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wie beispielsweise mehrere Vermisstensuchen, Sicherungsarbeiten an teils stark beschädigten Gebäuden oder bei Waldbränden. Von diesem großartigen Einsatz bekommt die Öffentlichkeit nicht allzu viel mit. Darum bemühen sich die Helfer auch immer wieder um öffentlichkeitswirksame Präsentationen. Dazu gehören unter anderem Schnuppertage, bei denen sich Besucher einen Eindruck von der Faszination Ehrenamt im THW verschaffen können. An so einem Tag wird dann zum Beispiel schon mal eine Seilbahn über den ortsverbandseigenen Teich gebaut. Kleine und große Skulpturen aus Metall gestalten die Helfer der Fachgruppe Logistik und modernste Technik wird vorgestellt und eingesetzt. 2016 war natürlich ein besonderes Jahr, denn der Ortsverband feierte sein 25-jähriges Bestehen und das in großem Rahmen im Quedlinburger Rathaus, auch mit dem Innenminister Holger Stahlknecht. Bei der ganztägigen Schauübung zum Tag der Helfer im Sommer wurde das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen für ein breites Publikum dargestellt. Hierbei konnten die Zuschauer das gute Ergebnis kontinuierlicher Schulungen und Übungen sehen. Unzählige Stunden verbrachten die Helfer unter anderem auch bei der Großübung am Blankenburger Bahnhof, wo es um sogenannte CBRN-Lagen ging. Das bedeutet chemisch-biologische, radioaktive und nukleare Gefahren. Hinter all den Einsätzen und Übungen stehen die Helfer, die teilweise schon seit Jahren im Ortsverband aktiv sind und auch zu internationalen Einsätzen reisen. Für seinen Einsatz in der Ukraine wurde darum Michael Kalbitz ausgezeichnet. Diese große Reißmine hat zu Erdrutschen geführt und hat tiefe Löcher der Erde gegeben. Und da hatte man eben Erkundungsmaßnahmen durchgeführt, wie man da überhaupt helfen kann. Es ging darum, halt ein Büro einzurichten und zu betreiben. Das heißt, Netzwerk einrichten, Papier besorgen, gucken, dass es läuft. 10 Jahre ist bereits Christopher Massow als Helfer dabei. Matthias Kaspar wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Gewürdigt wurden auch Christoph Schreiber, Tobias Heine sowie Rainer Thiebe mit dem Helferabzeichen in Gold. Der Helferverein zeichnete als besonders engagierte Förderer und für besondere Leistungen Gerd Wahl sowie Lars Deuter, Sebastian Walborn und Dr. Hans-Gerd Jahn mit der Ehrennadel in Bronze aus. Als Zeichen ihrer Wertschätzung für die Leistungen, die unsere Jugendlichen, aber auch die Helfer im Einsatzfall erbringen, haben Sie es uns in der Vergangenheit ermöglicht, Spendengelder des Rotary Club Quedlinburg zu bekommen. Und wir wissen, dass wir dies nur Ihrem persönlichen Einsatz und Engagement zu verdanken haben. Aus diesem Grund möchten wir der Ortsverband Quedlinburg und auch die Jugendgruppe vielen Dank sagen. Aus den eigenen Reihen wurde durch die Quedlinburger Helferschaft Jürgen Kunze zum Helfer des Jahres gewählt. Bist du jemand, der beweist, dass Helfen nur mit Leidenschaft funktioniert? Und diese Leidenschaft überträgst du auf andere und aus dem Grunde haben dich die Helfer unseres Ortsverbandes dieses Jahr zum Helfer des Jahres gewählt. Meine allerherzlichsten Glückwünsche.
Yvonne Bergmann von der THW Helfervereinigung berichtete in diesem Rahmen auch stolz über das Erreichte im Jubiläumsjahr. Das traditionelle Osterfeuer, die Showübung auf der Klärswiese, das Bundesjugendlager in Neumünster, unser Sommerfest und die Weihnachtsfeier. Durch finanzielle Unterstützung verschiedener Sponsoren war es uns möglich, diese Veranstaltungen unserem Ortsverband zu ermöglichen. Dass sich die finanzielle Unterstützung für die Vorbereitung auf das Bundesjugendlager bezahlt gemacht hat, haben unsere Junghelfer mit einem grandiosen 7. Platz bewiesen. Mit dieser Platzierung hat Christoph Schreiber sein erstes Bundesjugendlager als Jugendbetreuer hervorragend gemeistert. Ein erfolgreiches Jahr, und der Ortsverbandsbeauftragte Lars Deuter kann stolz sein auf dieses Team, das fast wie eine Familie ist. Ja, das Jahr 2016 war sehr, sehr ereignisreich für uns Arbeitsamen. Wir haben unseren 25-jährigen Geburtstag gebührend gefeiert mit mehreren Veranstaltungen, wo wir uns in der Öffentlichkeit präsentiert haben. Wir haben auch wieder zahlreiche Einsätze zur Rettung von Menschenleben gehabt und natürlich auch etliche Ausbildungsstunden verbracht. Ja, und das ist eine ganze Menge, wie man gehört hat. Wie muss man das denn bewerten und einschätzen, dieses Engagement über die normale Arbeitszeit der Leute hinaus? Ja, da fallen mir die richtigen Worte gar nicht so ein. Das ist so beeindruckend, was die Helfer leisten. Wir haben gehört, es sind 70 Helfer bei uns im Ortsverband mit über 30.000 Stunden. Wenn man das runterrechnet, sind das über 3 Monate reine Arbeitszeit, Fulltime-Job, den die Leute zusätzlich zu ihrer Arbeit hier gebracht haben. Hohe Achtung vor den Helfern und Helferinnen unseres Ortsverbandes. Eigentlich gibt es hier gute Rahmenbedingungen. Das Gelände ist groß, frei. Habt ihr trotzdem irgendwelche Wünsche, Hoffnungen und Herausforderungen in der nächsten Zeit? Eigentlich wollen wir so bleiben, wie wir sind. Es ist schwierig, immer genügend Personal zu finden. Natürlich sind wir schon relativ große Ortsverband, haben eine gute Masse an Personal da. Aber die Aufgaben werden immer mehr, die Zeitansprüche werden immer mehr. Und wir werden schon interessiert daran, viele, viele Helfer zu gewinnen, die mitmachen und Spaß haben, anderen Menschen in Not helfen zu wollen. Wer Interesse hat, einen kleinen Einblick ins THW-Leben zu bekommen, kann jeden Freitagabend beim Ortsverband Quedlinburg an der Maasmühle vorbeikommen. Ja, wer Lust hat, kommt vorbei, schaut euch das mal an. Wir haben jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr in Wettersleben, in der Quedlinburger Straße 1, an der Maasmühle, unsere Ausbildung. Bis 19:30 machen wir Ausbildung, von 19:30 bis 20 Uhr noch ein kleines Abendbrot. Wer Lust und Laune hat, kommt einfach vorbei. Veranstaltung im Harz. Der Vorverkauf hat begonnen. Sichern Sie sich ab sofort Ihre Tickets für die Events der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele. Entdecken Sie auf www.pkow.de das komplette Programm des diesjährigen Festspielsommers auf Schloss Wernigerode und sichern Sie sich jetzt die besten Plätze für die First Night am 29. Juli, die Premiere von Charles Gounods Oper Faust und viele weitere Konzerte. Das gesamte Programm der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele mit allen Ticketinformationen finden Sie online unter www.pkow.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am Samstag, dem 25. März, geht es bei der Kinderhochschule um das Thema »Was macht das Schwein in meinem Bett? Tiere als Therapeuten«. Katrin Liebelt erklärt in ihrer Lesung, was unter Tiertherapie verstanden wird und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Ziel ist es, bereits die Jüngsten frühzeitig für wissenschaftliche Themen zu begeistern. Los geht es 10 Uhr in der Hochschule Harz in Wernigerode und um eine Anmeldung auf www.kinderhochschule.eu wird gebeten. Ab sofort wird an jedem dritten Dienstag im Monat in der Halberstädter Stadtbibliothek gespielt und gelacht. Kommen kann jeder, der gute Laune mitbringt. Der erste Spielenachmittag findet am 21. März von 14 bis 18 Uhr statt. Das Nordharzer Städtebundtheater und die Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt laden zum interkulturellen Tanzworkshop ein.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, also trauen Sie sich und machen Sie mit. Am letzten Märzwochenende jeweils von 10 bis 15 Uhr wird das Tanzbein geschwungen. Bitte melden Sie sich an unter der eingeblendeten Telefonnummer. Die beliebten Schülerkonzerte des Nordharzer Städtebundtheaters bringen Kindern auf fantasievolle Weise klassische Musik näher. Dieses Jahr präsentiert das Städtebundtheater ein neues Programm, die berühmte Geschichte von Baba, dem kleinen Elefanten. Die Premiere findet am Dienstag, den 28. März um 10 Uhr im Großen Haus Quedlinburg und tags darauf am 29. März ebenfalls um 10 Uhr im Großen Haus Halberstadt statt. Im Städtischen Museum Halberstadt läuft aktuell bis zum 5. Juni eine Ausstellung mit einzigartigen und ungewöhnlichen Bildern aus dem